Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ja, es wird Videozeit. Und ja, die Woche war für mich nicht so ganz einfach, weil die Stürze letzte Woche haben mich schon sehr mitgenommen, bin ich ehrlich. Und habe wieder entschieden, ich suche wieder nach bestimmten Sachen. Nach betreutem Wohnen, jetzt mal alleine. Weil von Ämtern Sachen gibt es da ja keine Unterstützung. Wenn ich so große. Und ja. Ich hasse die Woche Ergotherapie, wie immer, zweimal die Woche. Ja, aber gestern irgendwie habe ich gemerkt, wie ich rausgegangen bin, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas kommt heute noch. So war es ja dann auch. Habe so leichte Panik gekriegt, aber ich muss ja trotzdem noch einkaufen, weil das habe ich nichts zu essen. Das war schon eine Qual. Also ich habe eher mich an den Einkaufswagen krampfhaft festgehalten. War nicht so ganz einfach. Ja, so innere Unruhe, so ein Druck in einem, dass man am liebsten die Powerfäuste so ballen will, aber es bringt nichts. Und irgendwann gegen Nachmittag ging das dann etwas besser. Hab da nochmal was genommen. Aber mit Nacht habe ich gemerkt, trotz meinen Tabletten, ich war wieder unruhig. War sogar früh im Bett. Also 12:30 ist für mich langsam früh, weil meine Tabletten wirken manchmal so um 4 oder 5 Uhr morgens. Ja. Es ist nicht einfach mit psychischen und körperlichen und oder mit den Sehbehinderungen, die Sehausfälle gerade schlimmer macht. Klar, ich sehe ihn schlecht für den Sehbehinderten noch, ja. Aber die Sehausfälle bringen dann die bessere Sehkraft, Prozentzahl, nichts, wenn man diesen Sehausfall hat. Und einfach wie ein Blackout. Ja, einfach ein Blackout. Man kriegt sekundenmäßig nichts mit. Aber man kann auch nicht messen. Das ist ja das. Man kann diesen Sehausfall nicht messen, es ist messbar. Weil er nur 1-2 sekundenartig ist. Tja. So ist das halt. Ja? Da gibt es halt Menschen, die sagen, stell dich nicht so an, geh doch raus draußen, schalt die Sonne. Nur weil die Sonne immer scheint, heißt nicht, dass wir danach geheilt sind, die depressive Erkrankung haben. Persönlichkeitsstörung. Ja, da ist egal, welche Persönlichkeitsstörung. Das Leben ist kein Ponyhof. Erst recht nicht für Menschen, die so und so benachteiligt sind. Und nicht nur wegen Erkrankungen, sondern auch von der Gesellschaft. Ja. Von der Gesellschaft werden viele Menschen mit Behinderungen, mit körperlichen und oder seelischen Defiziten hingestellt, als entweder sind Land, der ist dumm, der kapiert nichts, den kann man mobben, stalken, kaputt machen. Ja, das ist ein großer Sport. Nur für die Betroffenen ist das kein großer Sport. Definitiv nicht. Es belastet. Es macht krank. Es macht vielleicht mehr krank, als viele denken. Ja? Weil psychische Erkrankungen sind kein Ponyhof. Sie werden es nie werden. Bei vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen sind Menschen dran schuld. Unter anderem Menschen. Klar, es kann auch vererbt werden, da sind sich die Ärzte aber auch nicht so sicher. Ich glaube, ich habe beides erwischt. Teil Vererbung, Teil durch Menschen verursacht. Ja. Menschen können grausam sein. Ja. Bis heute habe ich durch Telefonmobbing, was ich erlebt habe, Angst, groß zu telefonieren. Angst, Ärzte, Klinik anzurufen. Ja, und wenn man dann schreibt, ich muss telefonieren, dann weiß ich, das klappt nicht, das geht nicht. Und gestern wollte eine Klinik von mir was wissen. Ich konnte telefonieren, habe das dreimal erklärt. Dreimal sollte ich die Ärzte anrufen, hat er nicht verstanden. Der gute Herr. Dann habe ich das ganze Zeug halt weitergeleitet per E-Mail an meine Fachärztinnen. So, dass die ich mit dem Problem ist, wenn ich was machen kann. Zeit ist bei mir vieles nicht mehr machbar. Ja.
Zeit ist es schwierig. Aber ich mache ein bisschen Lachen, ja. Aber Lachen ist nicht gleich Lachen. Man kann Lachen vorspielen. Man kann Lachen. Ach, ist halt so gerade. Ja. Es ist nicht einfach. Und die wunderbaren Menschen, die meinen, dass gerade Behinderte, die noch arbeiten können, ich bin dazu nicht mehr in der Lage, dass Menschen mit der Arbeit können, ach, dann wirst du, wie, bist behindert? Ach, du wärst drüber bevorzugt. Das ist, was nicht, das ist so Denken von 30, 40 Jahren zurück oder was? Also, wir sind schon so weit, auch ich, dass ich mich da draußen mit meinem Sehbehinderten-Button kennzeichnen muss. So weit sind wir schon wieder. Weil niemand den Rücksicht, damit ich überhaupt bis einen Sitzplatz kriege. Vielleicht können auch ein Behindertenzeichen klauen mit Rollstuhl anheften. Ja, aber die Menschen nehmen heute nicht mehr viel Rücksicht. Keineswegs nehmen die Rücksicht. Das ist das nämlich. Rücksicht habe ich beim eigenen Land in Deutschland schon lange nicht mehr richtig erlebt. Da muss ich sagen, da habe ich in Österreich, in Tschechien mehr Anerkennung, mehr Ermäßigung. Ja, da wird auch ein bisschen mehr Rücksicht genommen als hier. Das sind aber nur meine Erfahrungen. Jeder kann die Erfahrung anders erlebt haben. Ja? So, ich hoffe, ich konnte das Thema wieder nahebringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, hoffentlich zu meinem nächsten Samstagsvideo. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.